Na, da bin ich wieder und ihr könnt weiter mitschauen. Tja, wir werden heute den Kampfarena durchmachen und mit dem sechsten Ordenbereich anfangen. Tja, ich hab mal offline noch schnell Abras einen Spitznamen gegeben und die Pokémon sind natürlich noch aufgeladen. Und ich habe auf einem Box eine merkwürdige Entdeckung gemacht, wo ich keine Ahnung habe, wie oder ja, wie dieses Pokémon da hinkommt. Sobald die Arena hier fertig ist, zeige ich euch einfach, was ich meine, welches Pokémon. Ihr habt es gesehen, als ihr mein Let's Play mitverfolgt. Das Einzige, was ich offline gemacht habe, war wahrscheinlich das Trainieren und mal Spitznamen zu geben, die Pokémon da. Sonst hier nix. Ja, ein paar neue Pokémon gefangen, wenn ich in einem neuen Gebiet bin, und während des Let's Play Aufnahme halt noch kein Glück hatte, Neues zu finden. Dann habe ich das ja schnell offline gemacht, aber sonst habt ihr ja nichts verpasst eigentlich. Und ja, nach den 4 Kämpfen noch zeige ich euch einfach mal was Komisches. Und ich bin sogar wirklich ehrlich, ich habe es nicht gecheatet oder irgendwas an dem Spiel verändert. Es ist jetzt wirklich einfach so da gewesen. Nur so schon mal im Voraus, dass ich später nicht noch erwähnen muss oder es vergesse, es zu erwähnen. Ja, die Arena ist das Beste für Taubos. Zuhaufe weiße Erfahrungspunkte. Ich habe mich auch schon entschieden, welches Pokémon ich nehme von den zwei, wo man sich aussuchen darf. Wieder Rasaf. Den wollte ich auch gerne haben, aber es ist kein Mankey. Aber keins gefunden. Vielleicht hat man ja eins bekommen, wenn man auf Route 24 gegangen wäre am Anfang. Dafür war meine Pokémon noch zu schwach, um dort kämpfen zu können. Gegen unsere Rivalen, wo das ja auch anfangs ist mit seinen zwei Level 9er Pokémons. Taubsi und sein Anfangs-Pokémon, wie immer. Und tschüss. Ja, heute ist Halloween. Sehr schön, ne? Endlich mal wieder Party angesagt. Nein, nicht wechseln, das wollte ich nicht. Ich habe mir auch sogar extra ein Thumbnail oder beziehungsweise ein Titelbild was einfallen lassen für diese Let's Play. Was ihr ja auch gesehen habt, wie es aussieht. Ein schöner Klurak als Skelett. Und Feuer als Hintergrund. Passt ja mal wieder so schön. Und Level 42. Und schon kommt der Meister dran. Oder noch ein Trainer? Das weiß ich jetzt gar nicht, ob ich den vergessen habe. Der Melvin wurde besiegt. Hier, gib ruhig auf. Ja, jetzt kommt der Meister dran. Der Karademeister in dieser Arena. Und los geht's. Einmal Kikli und danach Noxan. Und Kikli nehmen wir auch. Einen Spitznamen habe ich für den auch schon. Ein Volltreffer und sehr effektiv natürlich. Na, wer ist nächste? Noxan natürlich. Blöde Frage. Noxan ist eigentlich ein bisschen besser als Kikli, schätze ich mal so, weil er noch Eis hebt, Donnerschlag und Feuerschlag kann. Das sind gleich mal 4 verschiedene Elemente. Guckst du? Genau das habe ich gemeint. Aber das Blöde dran ist, es zieht nicht so viel ab. Sind nicht, leider nicht so stark. Nun gut, das Schwarzgold wurde besiegt. Ich bin deine Gnade unwürdig. Trotzdem flehe ich dich an, unsere Blame nicht als Trophäe mitzunehmen. Zum Ersatz gebe ich dir ein preisgekröntes Kampf-Pokémon. Wähle eins von beiden aus.
Und wir nehmen dieses hier. Ja, da kriegt einen Spitzname namens Sanji von One Piece. Upsala, vergessen, klein zu gern. So. Gut, jetzt gehen wir auf zum Pokémon Center. Euch zu zeigen, welches Pokémon ich da gefunden habe. Was mich irgendwie geschockt hat. Oder, naja. Kann man einfach unerwarten, dass sowas da auch rumkam. Ich weiß echt nicht, wie es da hingekommen ist. Schon mal im Voraus aufladen. Jetzt auf zum PC. So. Ihr seht richtig, es ist ein Mew. Wie kommt bitte schon ein Mew dahin? Das ist mir noch nie passiert. Ich hatte das Spiel schon mal vorher durchgespielt. Von der langen Zeit. Und sonst was. Ich habe keinen Plan, wie das da hingekommen ist. Tja, ich habe ehrlich keine Ahnung. Auch wenn ich mich jetzt gerade wiederhole durch, ich habe echt keinen Plan. Ich habe nichts gecheatet, nichts verändert, gar nichts gemacht. Ich habe einfach nur das Let's Play gemacht. Und nun gehen wir uns den 6. Orden holen. Ich werde mich direkt auf den Weg machen zu ihr. Ich habe keine Lust gegen die zu kämpfen. Da bin ich jetzt echt mal so faul. Einigermaßen kenne ich wahrscheinlich noch den Weg. Sicher bin ich mal jetzt nicht. Aber ich laufe eh mal quer durch. Früher oder später kommt man eh an. Von daher. Oh, da waren wir doch schon mal. Gehen wir jetzt mal dahin. Gehen wir mal da unten links hin. Jetzt gehen wir unten rechts. Alter, ah, gut. Ach, kommt schon. Im Internet gibt es eine Lösung, wie man da hinkommt, aber ich habe die Seite nicht mehr gefunden. Das kotzt mich an. Scheiße. Ich nehme jetzt mal der linke. Dann kommen wir da hin, oh Mann. Gehen wir jetzt mal hoch. Es gibt's doch nicht. Halt, nein, Moment, da waren wir doch schon mal. Da gehen wir jetzt da drauf. Gehen wir wieder links. Da sind wir jetzt endlich. Wer wollte. Jetzt haben wir noch 6 Minuten gegen die zu kämpfen. Und ich tausche mal gegen Mushia. Ich weiß nicht, welches Pokémon die als erstes einsetzt. Aber sicher ist sicher, nämlich lieber mein stärkstes Pokémon. Und ja, holen wir uns den 6. Orden. Yeah. Bam. Sabrina. Die junge Sau da. Die ist echt noch jung. Die war eigentlich das mit 15 oder 14 schon saustark. Oder, ne, ich glaube jetzt. Und dann habe ich überlegt, ich glaube, Ingas hat so zwischen 10 und 12 Jahren war sie erst, dass sie ihre Psychikräfte schon sau gut in der Kontrolle hatte. Ich glaube, die war mit 16 schon die Arena-Leiterin oder so, ich weiß gar nicht mehr. Sie kriegen auch gar nicht mal richtig, kriegen glaube ich bei der Serie gar nicht richtig mit, wie alt die ist. Aber trotzdem, wenn man so vom Aussehen hingeschaut und so. Können sie so hinkommen, dass sie jetzt mittlerweile vielleicht so 20 ist, 18, 20, höchstens 24 ist. Oh Mann, yeah, da können wir ja unser Klurock einsetzen mit Flammenwurf besiegen. Moment mal, der Leiter Koka, der hatte keine Omod, oder? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Muss ich mal nachschauen, ich glaube aber nicht, dass er das ins hatte. Na, kein zarter Wunder, dass mich irgendwie gerade jetzt wirklich. Na gut, Slimsalam. Oh, der Kampf geht ja schneller rum, als wir denken, gedacht haben, ne? Ihr letztes und stärkstes Pokémon. Und wir werden es trotzdem besiegen. Oh je. Yeah. Ruckzuckip. Der Grund war, weil hätte ich jetzt Biss gemacht,
jetzt nicht ausreichend, oh mein Gott, abgezogen. Und dann hätte wahrscheinlich die Top-Genesung oder Übertrank eingesetzt oder sogar Supertrank, wer weiß ja nie. Und darauf hatte ich keine Lust. Wow, 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 wow. Wieso zieht ihr so viel ab? Willst du mich verarschen? So, Hedgeracer, hoffentlich kriegst du es hin. Hoffentlich zieht es bei dir nicht so viel ab. Das könnte ja Probleme machen, wie es... Alter, hör auf, sicher Chinesen einzusetzen. Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Alter! Scheiße! Das war echt nicht geplant. Oh Mann, hätte ich das gewusst? Oh nein, jetzt habe ich so ein starkes Pokémon verloren. Du scheißer Fick. Scheiße. Dunkle Nebel, vergiss es. Braucht keiner, ist unnötig. Verdammt. Du verdammte Sabrina. Du und dein blödes Psychokinese. Nun gut, jetzt haben wir die sechste Orde und die Pokémon zahlen jetzt bis Level 70, wenn ich richtig gelesen habe. Und wir haben leider unser Nidoking verloren. Oh Mann. Ich werde es aber nicht freilassen, ich werde es einfach nur auf die Box versetzen. Vielleicht danach, wenn das Let's Play rum ist und ich mal hier rauskommen sollte. Leider habe ich kein Fluchtsein. Dann werde ich das weiter trainieren oder so, mal gucken. Ja, jetzt bin ich draußen. Tja. Ein erstaunliches Pokémon bekommen. Keine Ahnung wie. Dann haben wir noch neues Teammitglied bekommen, Kikli. Haben unsere sechste Orde geholt. Haben unser eins der beste Pokémon verloren, Leiter. Jetzt muss ich mal schauen, welches mir mitnehmen. Anscheinend keins. Mio kann ich mit, werde ich nicht mitnehmen. Ich kann es, aber ich werde es nicht. Ja, 25, nein, danke. Nun gut, ich werde mir ein neues Pokémon fangen irgendwann. Ich werde ein neues Pokémon fangen, dann trainiere ich das dann noch. Tja. Jetzt fliege ich noch nach Alabastia und dann beende ich den Part auch schon. Ich sage jetzt schon mal auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Part. Vielleicht habt ihr eine Erklärung, warum das Mio erschienen ist. Und ja, ihr wisst ja. Ansonsten noch schönen Halloween-Tag. Und auf Wiedersehen.